Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir starten wie immer gemeinsam in den Tag und schaut mal bitte, wie schön heute die Sonne strahlt. Ich liebe es einfach, Vitamin D tanken zu können. Man strahlt selbst und man ist vor allen Dingen, also das ist zumindest bei mir immer so, viel motivierter. Und ich freue mich einfach auch wieder auf die wärmere Jahreszeit. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust mehr auf Kälte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns gemeinsam in den Tag starten. Bei H&M wieder richtig coole Vasen bestellt. Ich hatte sie euch ja auch schon über Instagram gezeigt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe die Vasen von H&M. Also das ist auf jeden Fall voll mein Ding und passt zu meiner Einrichtung. Ich finde, die haben richtig schöne Dekoartikel und deswegen musste ich doch wieder mal bestellen. Ja, die erste Vase habt ihr ja schon gesehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, die ist mega nice, aber ich glaube nicht, dass die Farbe passt. Ich dachte, die wäre halt mehr so, also schon grage, aber ein bisschen mehr beige. So, das hier ist jetzt die kleine Variante. Ich habe euch vorhin die große gezeigt. So nice, oder? Aber ich glaube, die Farbe, das ist einfach ein bisschen zu grau für meine Einrichtung. Jetzt eine flache Vase, auch aus der gleichen Serie. Gefällt mir so, so gut. Wirklich super edel. Ja, ich werde gleich mal mit allem ein bisschen dekorieren und schauen, ob die hier bei uns reinpasst. Schaut mal, die hier werde ich, glaube ich, behalten. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Die anderen Vasen sehen so, so schön aus, aber die sind mir einfach ein bisschen zu grau. Übrigens wollte ich euch diese Vase hier auch mal zeigen. Und zwar ist das eine ganz alte Tonvase von meiner Schwiegermama. Die stand einfach im Keller und die hatte so ein Rot, das ist halt wie so eine chinesische Vase gewesen, ne? Mit so chinesischen Schriften und in Rot. Und da meinte sie, die sieht ja richtig cool aus eigentlich, ne? So, nur die Farbe passt halt nicht. Und die Frau hat sie dann extra für mich gestrichen und die sieht so toll aus, oder? Gefällt mir richtig, richtig gut. Und mir war das hier irgendwie schon fast zu beige und ich wollte wieder zurück zu white. Und ja, deswegen vielleicht eine Idee für euch. Vielleicht habt ihr irgendwie alte Vasen zu Hause stehen. Einfach umstreichen, umlackieren. Es gibt ja auch so Farbsprays, damit funktioniert es auch super, super schnell. Und dann habt ihr ja eine neue Vase stehen. Und wir haben auch einen neuen Couchtisch und zwar bei Porta gekauft, falls ihr Interesse habt. Und zwar ist das hier auch echtes Keramik. Richtig schöne Marmorstruktur, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähnlich wie bei uns in der Küche, also quasi die Küchenplatte. Und die Füße, die waren schwarz. Und dann dachte ich mir, Mensch, schwarz passt bei uns natürlich gar nicht, aber
wieso nicht umlackieren? Und dann haben wir uns eben Farbspray gekauft bei Bauhaus. Und es ist übrigens so ein neutral-cremeweiß, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wir haben es einfach umlackiert und schon hatten wir einen Couchtisch, der hier richtig gut reinpasst. Ich finde, der ist auch super zeitlos. Und ich zeige euch mal hier die Marmorierung. Schaut mal, wie schön. Ja, hat mir wirklich super gut gefallen. Der war auch reduziert von also 390 Euro auf 250 Euro, meine ich. Wollte ich euch ganz schnell mal zeigen, vielleicht auch für euch eine Inspiration. Vielleicht braucht ihr auch auf die Schnelle einen preiswerten Couchtisch, der einfach nur richtig cool aussieht. Und ja, ich bin einfach richtig happy. So, Samuel ist eben aus der Schule gekommen und macht schon fleißig Hausaufgaben. In der Zeit werde ich was Leckeres kochen. Ich muss mich heute auch ein bisschen beeilen, weil später geht es zum Tierarzt mit den Kiddies. Ich bin schon super aufgeregt, weil das ist ja das erste Mal und ich glaube, Luna und Daisy, die werden das gut mitmachen. Bei Mila bin ich mir super unsicher, weil sie ist ja schon sehr ängstlich noch und auch wenn mal Besuch da ist oder irgendwie fremde Menschen, dann rennt sie ganz schnell weg und versteckt sich. Deswegen, ich bin super gespannt. Es wird eine ganz normale Routineuntersuchung. Wir wollten uns ja schon mal vorstellen beim Tierarzt und uns auch beraten lassen wegen der Kastration, die bald ansteht. Genau. Ja, da kriege ich auch schon Bauchschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Aber das ist etwas, das man auf jeden Fall machen muss. Es sei denn, man ist ein Züchter, kein Vermehrer, aber ein Züchter, dann ist das natürlich was anderes. Aber ansonsten sollte jeder seine Katze kastrieren. Ganz, ganz wichtig, auch wegen der Gesundheit, falls euch das interessieren sollte. Und wenn dann die Kastration ansteht, ja, kann ich euch gerne dazu mitnehmen und euch ein bisschen Info geben und dann auch darüber berichten. Ja, heute war es eine absolute Ausnahme, dass Samuel so früh aus der Schule kam, weil die haben in der Schule Projektwoche. Die waren heute in Frankfurt im Senckenberg-Museum und normalerweise, der kommt manchmal, also es ist unglaublich, ne? Erst um 17 Uhr nach Hause, weil der dreimal die Woche Nachmittagsunterricht hat und der fährt ja mit der Bahn zur Schule. So, die Bahn fällt gefühlt jeden Tag aus oder kommt mit Verspätung, es ist wirklich die reinste Katastrophe. Also das bedeutet, mein Kind steht um 6 Uhr morgens auf, nimmt die Bahn um kurz nach 7, die Schule fängt um 7.50 Uhr an und er kommt dann um 17 Uhr nachmittags erst nach Hause. Und ihr könnt euch vorstellen, im Winter war das nicht so nice. Ja, also ich muss auch ehrlich gestehen, dass mich das manchmal auch ganz schön überfordert hat. Es ist ja so schon eine große Umstellung von der Grundschule in die weiterführende Schule, aber dann noch mit dem Nachmittagsunterricht finde ich das schon heftig. Und wenn er keinen Nachmittagsunterricht hat, dann ist er frühestens um 2:30 oder 3 da, weil einfach auch der Weg zur Schule, also mit der Bahn, das ist halt nicht gerade um die Ecke oder so, ne? Ja, und dann ging es natürlich los, ne? Der kommt dann erst um 17 Uhr aus der Schule, ist natürlich total müde und kaputt und launisch und unmotiviert, isst dann schnell was und muss sich dann hinsetzen und sitzt da 3-4 Stunden und macht Hausaufgaben, die auch wirklich nicht wenig sind und muss dann auch zusätzlich lernen. Und das überfordert mich schon, ne? Weil ich verstehe ihn, also er ist total kaputt und müde und muss dann irgendwie so spät noch Hausaufgaben machen und ihm fehlt dann die Motivation. Und das hat auch mich überfordert, ne? Weil ich dann auch immer dran sitzen musste. Ja, jetzt auf und beeil dich und komm. Oder Mama, wie geht das? Oder weißt du, wie das funktioniert und so, ne? Und das nimmt ja auch uns Mamas die Zeit weg sozusagen. Ihr wisst ja, ich habe noch eine kleine Tochter und jetzt noch 3 Katzen. Ja, ihr wisst, wie das ist, ne? Und deswegen Das Einzige, was uns wirklich geholfen hat, war Sofatutor. Also Sofatutor habe ich euch ja auch schon öfters vorgestellt gehabt, gerade über Instagram. Ohne Sofatutor wüsste ich echt nicht, was wir machen würden. Eine Nachhilfe kam für uns natürlich gar nicht in Frage, einfach weil es auch zeitlich nicht funktioniert. Wie gesagt, er kommt ja sehr spät aus der Schule. Und dann ist es ja so, dass ein Nachhilfelehrer auch nicht alle Fächer abdeckt, sondern vielleicht nur ein Fach. Und das ist übertrieben teuer geworden, ne? Also 20, 25 Euro die Stunde locker.
Und das geht natürlich nicht täglich, ne? Und da müsste ja noch mal hinfahren und es funktioniert zeitlich nicht. Deswegen, ich bin so, so dankbar mit Sofatutor. Und es ist halt super preiswert in dem Sinne, wenn wir das mit einem Nachhilfelehrer vergleichen. Und wenn ihr Geschwisterkinder habt, die können das alle nutzen. Also Sofatutor ist wirklich super genial, möchte ich euch wirklich nur ans Herz legen. Uns hat es so geholfen. Samuel hat ja jetzt auch Zeugnisse bekommen und ich dachte mir nur, wow, wie hat der das denn geschafft? So tolle Noten. Ja, dank Sofatutor, definitiv. Sofatutor ist eine Online-Lernplattform mit Lerninhalten von der 1. bis zur 13. Klasse und sogar für Vorschulkinder und alle Inhalte wurden von Lehrkräften und Fachexperten erstellt. Außerdem gibt es mehr als 12.000 Lernvideos mit Übungsaufgaben und Arbeitsblätter zum Ausdrucken. Ich finde, das ist eine absolut geniale Sache, gerade wenn man irgendwie in Urlaub fährt zum Beispiel und man möchte, dass die Kinder irgendwie sich mal ein Stündchen Zeit nehmen und für die Schule ein bisschen lernen, dann ist das wirklich super praktisch, weil man die Arbeitsblätter mitnehmen kann. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Es gibt sogar einen Hausaufgabenchat und das entlastet uns Eltern natürlich sehr, denn wenn die Kinder mal unsicher sind oder etwas nicht verstehen, dann rennen sie nicht zu Mama, die das sowieso nicht so toll und pädagogisch erklären kann, und in dem Sinne haben wir einfach viel mehr Zeit für uns als Eltern und die Kinder bekommen durch den Hausaufgabenchat eben diese Hilfe, die sie brauchen und bekommen eben das erklärt, was sie zum Beispiel nicht verstehen. Ihr wisst ja auch, dass in den letzten Jahren durch Homeschooling viele Wissenslücken entstanden sind bei Schülern und ich finde, Sofatutor ist eine große Unterstützung. Vor allen Dingen werden die Wissenslücken nach eigenen Tempo des Kindes quasi geschlossen. Außerdem sind die Inhalte sehr innovativ und sehr abwechslungsreich. Ihr könnt Sofatutor einfach 30 Tage lang kostenlos testen plus 60% auf euer ausgewähltes Lernpaket sparen. Ihr findet den Link unten in der Infobox. Überzeugt euch einfach selbst. Wir sind super dankbar, sehr, sehr zufrieden. Ich sehe den Erfolg, deswegen nutzen wir Sofatutor sehr, sehr gerne und ich möchte euch das sehr empfehlen. So, und jetzt gehen wir rüber zu Samuel und ich zeige euch mal die tolle Lernplattform. Es macht wirklich so, so Spaß. Und ja, es ist einfach schön, ihn zu sehen, wie er freiwillig einfach Hausaufgaben macht. So, Samuel ist gerade hier richtig schön fleißig und macht eine Aufgabe hier bei Sofatutor. Die Lernvideos sind wirklich ganz, ganz toll. Die schaut er sich immer vorher an zu dem Thema. Und dann versteht er die Aufgaben so schnell, also besser als, ja, wenn ich es ihm erklären müsste. Zum Teil habe ich auch vieles vergessen, muss ich zugeben. Ja, und anschließend kann er dann eine Übungsaufgabe machen und die dann anschließend überprüfen, um eben zu sehen, was er richtig oder falsch gemacht hat. Aha, überprüfen. Super, das hast du richtig gut gemacht. Also, ja, wir lieben Sofatutor. Magst du Sofatutor, Schatz? Ja. Ja, ist richtig cool, oder? Also auch gerade die Lernvideos sind super lustig auch gestaltet. Und ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, dass Samuel freiwillig und Spaß daran hat zu lernen. Es lohnt sich wirklich. Ihr findet den Link unten in der Infobox. Wie gesagt, ihr könnt 30 Tage kostenlos Sofatutor erstmal testen und anschließend bekommt ihr 60% mit meinem Rabattcode, je nachdem, für was für ein Lernpaket ihr euch entscheidet. Ja, und Samuel lernt jetzt noch ein bisschen für die Klassenarbeit morgen und in dieser Zeit gehe ich lecker kochen. So, ich habe eben lecker gekocht. Für uns gibt es heute Linguini Camberetti, also mit Scampi, Tomaten und wir lassen uns das jetzt schmecken. Ab geht's zum Tierarzt. Wir haben übrigens die Transportboxen schon seit einigen Tagen hier stehen, damit sie sich eben dran gewöhnen und auch mal rein und raus können und eben wissen, dass das nichts Schlimmes ist. Außerdem habe ich zwei Deckchen da reingelegt, damit das gemütlich ist. Und ich habe sogar noch zwei Mäuschen hier reingetan. Hier ist auch noch eine kleine Maus. Genau, und dann habe ich hier dieses Feliway Happy Cat reingesprüht. Genau, das soll eben die Katzen beruhigen. Das ist ein Katzenpheromon und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es funktioniert. Muss natürlich nicht bei jeder Katze funktionieren, aber wir haben es einfach mal reingesprüht, damit wir eine stressfreie Reise gleich haben im Auto. So, ich habe jetzt hier auch die ganzen Papiere vorbereitet, Impfpässe und so weiter. Und was natürlich auch nie fehlen darf, Leckerlis. So müde. Alles gut, ihr Süßen. Alles ist in Ordnung. Kuschelt euch da ein. Die Armen, die denken sich, was ist denn hier los?
Und die Mila will auch raus. Aber wie? So, wir sind jetzt zurück vom Tierarzt. Es ist mittlerweile mega dunkel geworden und die Babys haben es richtig, richtig toll gemacht. Ja, mehr erzähle ich euch gleich, wenn wir drinnen sind. Ja, wie sieht das? Oh, die haben sich gerade irgendwie nicht erkannt. Total komisch, obwohl die in der gleichen Box waren. Von Weitem. Ich glaube, weil die halt diesen Tierarztbesuch an sich tragen. Also irgendwie total komisch, oder Lukas? Ich habe die Kamera zu spät eingeschaltet. Aber scheint doch alles ganz okay zu sein, ne? Och Mensch, die haben das so super gemacht. Wir müssen jetzt ganz schnell los, weil wir noch eine Transportbox brauchen. Das heißt, wir fahren schnell zum Fressnapf, weil nächste Woche schon die Kastration ist. Genau, aber darüber erzähle ich euch am besten später in Ruhe. Schaut mal, der ist hier schön. Oh, der ist richtig niedlich. Wie viel kostet der? Oh, geht voll klar. Der ist auch schön hier. Oh, ich sehe voll verlottert aus. Lukas ist am Park und ich bin jetzt schnell hier reingerannt und suche jetzt eine Transportbox. Okay, ich finde leider keine Transportbox, nur Transporttaschen. Die hier sieht zwar richtig schick aus und würde mir auch echt gut gefallen, aber ich glaube, das ist nicht das, was ich möchte. Ach Mensch, kein Glück gehabt hier bei diesem Fressnapf. Ach mein Mäuschen, wir sind wieder zu Hause, Mäuschen. Ich störe dich nicht. Schlaf ruhig weiter. Die sind fix und fertig. Das war zu viel heute, glaube ich. Das süße Mäuschen. Also, ich bin bei Fressnapf leider nicht fündig geworden. Also es gab so Transporttaschen, aber ich wollte unbedingt eine Transportbox. So, jetzt ist es so, für einen ganz normalen Tierarztbesuch reichen zwei. Wir haben zwei Stück, eine ganz große, da passen zwei Katzen und noch eine kleinere, da passt eine Katze. Und das Ding ist, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass wir so schnell einen Termin bekommen für die OP. Ja, am Dienstag werden die drei Mädels kastriert und deshalb ja, muss eine dritte Box her, weil nach der Operation muss die Katze ja liegen in der Transportbox und deswegen muss auf die Schnelle eine her. Ich werde heute Abend noch ganz schnell eine online bestellen mit der Hoffnung, dass die eben bis Dienstag ankommt, aber ich denke schon. Ja, also ich bin super, super nervös, weil ich halt wirklich nicht damit gerechnet habe, dass es jetzt alles so schnell passiert. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung und ich weiß, wir tun auch das Richtige, auch wenn eine Operation natürlich immer auch mit Risiken verbunden sind. Aber es muss sein, auch es geht ja auch um die Gesundheit der Katze, wenn man keine Babys bekommen möchte oder man die Katze nicht decken möchte, weil man eben kein Züchter ist oder so, muss man die Katzen kastrieren, weil eine rollige Katze wirklich drunter leiden. Also es ist wirklich eine Qual und wenn sie nicht gedeckt wird, dann kann sie dauerrollig werden. Das bedeutet, das ist ja nicht wie bei uns Menschen, sondern der Eisprung platzt quasi bei dem Akt. Nicht wie bei uns einmal im Monat und ja, da man die Katze ja nicht deckt, können sich die Follikel nicht zurückbilden. Das heißt, dann können in der Gebärmutter Tumore entstehen und solche Geschichten. Ich möchte mich auch gar nicht zu sehr darin vertiefen, aber ich bin sehr belesen und habe mich sehr gut erkundigt und ich weiß, dass die Kastration ja so zwischen dem 6. und 7. Monat wirklich eine sehr gute Entscheidung ist für Katzen eben. Ja, die nicht gedeckt werden. Ne? Ich bin ja keine Züchterin. Ja, und das muss jetzt einfach sein. Ne? Aber ich habe schon Angst, muss ich sagen. Und ich weiß es jetzt schon. Da werden ein paar Tränchen fließen. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich mich von denen verabschieden soll. Weil man muss um 8 Uhr morgens da sein. Man lässt die drei Kitten da. Und dann holt man die abends, glaube ich, um 18 Uhr oder so wieder ab. Ne? Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Die werden uns natürlich dann sagen, wann wir die abholen sollen oder so. Aber es sind halt drei OPs, die gleichzeitig gemacht werden. Und ja, das wird schon ein Ding. Ne?
drückt uns auf jeden Fall die Daumen. Und wenn ihr das wollt, schreibt mir das bitte sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Dann nehme ich euch dazu mit und teile mit euch meine Sorgen an dem Tag. Klar, bei der OP bin ich nicht dabei, aber ich kann euch ja dann auch hinterher vielleicht ja, so ein bisschen erzählen, wie es denn so gelaufen ist. Und vielleicht interessiert euch das ja auch, weil vielleicht bei euch auch eine Kastration ansteht oder so. Ne? Deswegen schreibt es mir einfach in die Kommentare und wenn ihr Interesse daran habt, dann nehme ich an dem Tag die Vlogging-Kamera mit. Ansonsten war es heute beim Tierarzt wirklich richtig toll. Ich muss sagen, ich bin total begeistert von der Praxis. Die Tierarzthelferinnen sind wirklich super nett gewesen, die Tierärztin selbst auch total. Und ich finde, das ist halt schon wichtig, ne? So fürs Gefühl. Man muss sich einfach in der Praxis auch wohlfühlen. So, ne? Und die sind auch so lieb einfach mit den Kitten umgegangen. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ich fand es einfach toll und auch die Beratung und ich fühle mich da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben, beziehungsweise, dass meine Kitten da sehr gut aufgehoben sind. Genau. Und ansonsten Luna und Daisy, das war mir von Anfang an klar. Also die Fahrt zum Tierarzt war so ein bisschen tricky. Ich glaube, die war schlimmer als beim Tierarzt selbst, als wir drangekommen sind. So, ne? Daisy hat unheimlich viel gemiaut im Auto. Und Emile hat versucht irgendwie, ich weiß nicht, was sie versucht hat, aber als ob sie irgendwie unbedingt aus der Box raus wollte. Mila ist so, sie versucht immer irgendwie einen Fluchtweg zu finden. Und bei der Untersuchung war es eben auch so. Also Daisy und Luna total gechillt, haben sich gleich anfassen lassen, streichen lassen und so weiter. Die wurden übrigens auch alle drei entwurmt mit einer Tablette. Und dann meinte die Tierärztin, ja, sowas können sie auch alle 3 oder 4 Monate selber zu Hause machen. Nein. Also ich weiß nicht, ob ich sowas kann. Ne? Die hat dann das Mäulchen so aufgemacht und die so reingetan und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber naja, Übung macht den Meister. Schauen wir mal. Ne? Es gibt ja immer ein erstes Mal. Jedenfalls wurden die auch entwurmt und geimpft sind sie ja. Und das macht man ja dann auch nur einmal im Jahr. Genau, das hätten wir dann hinter uns quasi. Und wie gesagt, Daisy und Luna haben das ganz toll mitgemacht und das Herzchen wurde angehört und es war alles okay. Meine Hände sind total weiß aus wegen dem Licht hier. Ja, und dann war halt Mila dran und ich habe schon vorab auch erzählt, hey, die Mila ist sehr ängstlich, wenn Besuch da ist, dann verschwindet sie auch ganz schnell und so. Und ja, Daisy und Luna im Vergleich sind dann einfach total cool. Ja, und dann haben sie gesagt, ja komm, dann machen wir die Untersuchung erstmal mit den ganz Mutigen hier, Daisy und Luna, und anschließend dann mit Mila. Dann war Mila dran und ja, wie erwartet, hatte sie so Angst und sie ist aber super lieb. Also alle drei sind so, so lieb. Das ist einfach unfassbar. Und ach, ich liebe die einfach so, so sehr, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist einfach wirklich so, ne? Das sind Familienmitglieder und das sind einfach wie meine Kinder, so, ne? Ich war auch total nervös auf der Fahrt dorthin. Ja, und Mila war halt total ängstlich und ja, aber trotzdem, man konnte sie sehr gut untersuchen und dann kam sie wieder in die Box und dann sind wir wieder nach Hause. Ja, da wisst ihr Bescheid. Also fürs erste Mal ist es, glaube ich, ganz gut gelaufen und wir waren halt selber total aufgeregt, so, ne? Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr könnt hier rechts und links weitere Videos von mir anschauen und natürlich auch meinen Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schreibt es mir in den Kommentaren, dann nehme ich euch am Dienstag auch eine Runde mit. Und jetzt schicke ich euch ganz, ganz viele Kussis. Und passt auf euch auf und bleibt mir unbedingt gesund. Ciao!